So, 8.15 Uhr und los geht's in die nächste Stadt. Etappe 3 oder 4. Ich habe nicht so gut geschlafen heute. Das erste Mal wieder auf der Matratze, die ich dabei habe. Jetzt suche ich mal den Jakobsweg und dann geht's los. Hier sind wir die Maria Magdalena Kirche. So, bin jetzt wieder auf dem Weg. Hatte kurz Orientierungsprobleme wie immer, weil ein Pfeil gefehlt hat oder so. Ich gehe jetzt. Da oben ist Rappla und da geht's hin. 32 Kilometer heute. Und dann geht's, weiß nicht genau, irgendwo hier runter. Ja, keine Ahnung, wo der Weg jetzt lang geht. Auf jeden Fall auf der anderen Seite. Da ist immer die Kirche. Kann man nicht sehen. Mit der Kamera ist zu klein. So, nachdem da hinten Bäume gefällt worden sind oder werden für ein neues Stadtteil oder so, ging es jetzt die ganze Zeit hier. Ich weiß nicht. Wird da eine neue Straße gebaut oder verbreitert oder so? Ich weiß nicht. Jedenfalls ist es glücklicherweise anfängt hier eine Straße entlang. Und demnächst geht es dann links ab. Ein kleines Dorf. Also man sieht, hier ist alles noch gefroren. Ich bin froh, wenn ich eine Pause gemacht habe, eine Pause mache. Ist echt anstrengend, gerade dieses Stück hier. Echt anstrengend. Nicht nur diese Autos und die Straße, sondern auch diese Waldrodung da hinten. Also da war ein Harvester, ein Baum, der ein Bagger, der Bäume fällen kann. Weg von der Straße. Das ist ein kleines Dorf. Ich weiß nicht genug, wie das heißt, aber es ist einfach angenehmer zu laufen als auf der Straße. So, endlich weg von der Straße. War noch ein paar LKWs mit Tieren beladen und mit Holzstämmen beladen. Das war ganz schön anstrengend. Jetzt geht es in so ein kleines Dorf rein. Ist auf jeden Fall angenehmer zu laufen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache von dieser Landstraße da hinten weg. So. Ich hoffe, da unten geht es lang, weil das steht hier am Fluss entlang. Ein Weg überhaupt.
bei Google Maps steht, dass ich da lang muss. Aber einen Pfeil sehe ich leider nicht. Scheint auf jeden Fall nicht versperrt zu sein. So, hier geht es endlich mal ein Stück am Fluss entlang. Die Natur und so. Gleich ist meine erste Pause heute. Endlich mal. Hätte ich auch mal Zeit. Gerade eine kleine Pause. Jetzt geht es wahrscheinlich gleich wieder auf die Hauptstraße zurück, so wie das auf der Karte aussieht, aber wenigstens ein bisschen Entspannung, bis auf diese Motorsägengeräusche. Hier ist viel mit Waldarbeit und sowas und hier wird viel Wald, Holz verheizt. In der Gegend. CO2 produziert. Naja, da wird wieder rutschig. Schöner Wald hier. Kann man den nicht einfach so stehen lassen, ohne dass da ständig Bäume gefällt werden. So ist das. Eigentlich kann man den Wald nur noch besetzen, die hier. Oh, ist das anstrengend. Also, ich bin am Waldboden, aber nicht so vereist, bitte. Ich will nicht wieder hinfallen. Oh. Hier geht's rüber, da ist auch wieder ein Pfeil. Am Uferweg war leider kein Pfeil, der weiß nicht, wo er war. Auf jeden Fall bin ich wieder auf dem Weg. Ich habe heute noch keinen gesehen, der am Wandern war. Die mal Natur. So dieser Typ mit der Kettensäge nervt. Ich hoffe, der läuft nicht frei rum.
Die wird wieder bald gerodet. Weiß nicht, was das hier soll. Mitten im Wald. Mitten in der Natur. Da kommt mir gerade so eine Baumerntemaschine entgegen, der das die Bäume zu dem Sammelplatz fährt. Nicht traurig sowas. So, mein Navi sagt noch 17 Kilometer. Wir haben jetzt 12 Uhr osteuropäische Zeit. Und es geht jetzt hier an seinem ehemaligen Bahnstrecke, soll das sein. Entlang. Und da vorne wird es zum Glück wieder schneefrei. Hier wieder dem rutschigen Eis ganz vorsichtig laufen. Ja, mal schauen, wie lange ich noch brauche und ob es da hinten in der nächsten Kurve wieder vereist ist. Ich will nicht wieder hinfallen. Gestern und vorgestern reicht mir. Dieses mit dem Harvester da hinten. Da, ich höre die ganze Zeit Kettensägen. Ich weiß nicht, was die hier machen. Also, das ist, naja, nervtötend. Schade um die Bäume und sowas. So, sind es immer noch 9 Kilometer, aber ich weiß nicht genau, was das heißt. Vielleicht die Region von Maniema. Mal wieder rüber. Ganz schön gefährlich hier. Ja, das ist die Region. Da geht's noch, da ist die Region Rapla, wo ich heute Morgen und gestern war, übernachtet. Und jetzt geht's in die nächste Region. Ich glaube, es hier seit, ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich hier schon langlaufe. An der Schnellstraße hier. Ja, noch, wie gesagt, 9 bis 10 Kilometer noch. Da kommt wieder ein LKW. Ich habe keine Möglichkeit, den Feldweg zu benutzen. Der Weg weicht wenigstens ein bisschen aus. Andere LKWs fahren einfach geradeaus und auch nicht das Tempo verringern und so. Ist ganz schön gefährlich hier. So, Endspurt für heute. 30 Kilometer. Aber so ungefähr 2 Kilometer. Bis zur Kirche. Die letzten Stunden in der Straße entlang. Bin ich froh, wenn ich da bin. Morgen wird dann nochmal 30. Ich gucke mal, ob es da zwischendurch ein Dorf gibt oder ob ich einen Tag Pause mache. Ja, untrainiert halt und so und Schmerzen in den Füßen. Und ich will ja nicht fahren oder gefahren werden.
Deswegen schaue ich mal, dass ich gleich einen Tag Pause mache. Oh. Da ist die Kirche und das Ziel endlich. Ich bin ziemlich kaputt heute nach 30 Kilometern. Das war ich nur auf dem Gastgeber.